Vor der konstituierenden Sitzung des Nationalrats am 24. Oktober ist Donnerstagvormittag die Präsidiale zusammengekommen, um die Tagesordnung für das Plenum festzulegen, und auch die Sitzordnung und die Besetzung von Ausschüssen wird Thema sein. Erst im Nationalrat gewählt werden dessen Präsidenten. Vor der Präsidiale meinten Parteienvertreter der Usance, dass die stimmenstärkste Partei den Nationalratspräsidenten stellt, folgen zu wollen. Schauen Sie, wir haben es immer gleich gehandhabt, dass wir glauben, dass die Usance richtig ist, dass die stimmenstärkste Partei jemanden vorschlagen kann. Aber wir haben es auch immer so gehandhabt, dass die jeweiligen Kandidaten zu uns eingeladen werden und wir uns anschauen, wie denn auch die Position in Bezug auf Parlamentarismus und dergleichen ist. Also ich habe immer die Meinung vertreten, dass wir nicht nur Verfassungsbestimmungen, gesetzliche Regelungen, sondern auch Usancen im Parlament haben, die sich in der Zweiten Republik bewährt haben. Daher setze ich darauf, dass wir das auch dieses Mal so handhaben. Aber wer vorgeschlagen wird und ob diese Person auch eine ist, der man zutraut, dieses Haus auch so zu führen, wie es einem Parlament geziemt, das werden dann in einer geheimen Abstimmung die 183 gewählten Abgeordneten zu entscheiden haben. Halten Sie es möglich, dass ein Kandidat auch abgelehnt wird? Das hat schon gegeben. Der scheidende Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka wollte sich vor der Sitzung nicht äußern.